AMPK, eine äußerst wichtige, um nicht zu sagen essentielle Funktion im menschlichen Körper, die du ab und an mal freischalten solltest. Wenn es um Zellgesundheit geht, wenn es um die Mitochondrien geht, wenn es um die Körperorgane geht, wenn es um die Alterungsprozesse geht und selbst wenn es darum geht, dein Krebsrisiko zu senken. Gerade diese vier Buchstaben stehen dort im Zentrum. Um was es sich dabei handelt, erfährst du in diesem Video. Hallo Leute, ich bin's wieder, euer Gutgeil. Wenn ihr aktiv etwas für eure Gesundheit tun wollt und abnehmen, Kanal abonnieren, Glöckchen aktivieren, hier bekommt ihr mit den richtigen Informationen, wie man das am besten macht. So, das heutige Thema ist AMPK. Eine wichtige Funktion im menschlichen Körper, die man ab und an einmal freischalten sollte. Quasi dein Schutzprogramm für deine Mitochondrien, aber natürlich auch für die ganze Zelle, für den ganzen Körper gesamt. Schauen wir uns heute konkret an, was es ist. Denn man muss sich eben vor Augen führen, der menschliche Körper hat die dumme Angewohnheit bei der Verstoffwechselung, gerade bei der Energiebereitstellung auf zellulärer Ebene, dass dort verstärkt Schaden verursacht wird. Das heißt, wenn du deine Körperenergie herstellen willst, dein ATP, da geht schon einiges zu Bruch. Das ist gerade dem oxidativen und auch dem nitrosativen Stress in manchen Körperregionen geschuldet dann. Freie Radikale bilden sich dann verstärkt, das sagt den meisten dann mehr. Das heißt, freies Radikal, dem fehlt ein Elektron, eiert im Körper rum und verursacht an der Zellstruktur oder generell im Körpergewebe dann verstärkt Schaden. Bei der Mitochondrien wäre es jetzt gerade die Außenhülle dieser Mitochondrien, die dann verstärkt Schaden ziehen. Was als erstes einmal negativ klingt, ist aber äußerst wichtig jetzt. Gerade in dieser Hülle der Mitochondrien sind jetzt nämlich auch die Signalstationen sozusagen, dass das Immunsystem jetzt davon in Kenntnis gesetzt wird und die Mitochondrien schlussendlich dann ausgetauscht wird. Denn auf der anderen Seite hat der Körper nämlich gewisse Schutz- und auch Reparaturfunktionen parat, die man ab und an einmal freischalten sollte, damit gewisse beschädigte Mitochondrien ausgetauscht werden, damit es jetzt einmal wieder zu einer kleinen Saubermacheraktion innerhalb der Zelle kommt. Gerade alte Eiweißbestandteile stehen da im Fokus. Das ist ein sehr guter Baustoff, der als Abfallstoff sich teilweise im Körper ablagert und bei dieser AMPK-Funktion, wenn die freigeschalten wird, dann wird das verstärkt recycelt durch die Lysosomen, durch die Recycling-Eiweißfabriken in der Zelle dann. So, und jetzt schauen wir uns mal an, was ist es jetzt? AMPK, der Begriff Adenosin-Monophosphat-aktivierte Proteinkinase. Das ist ein Enzym oder besser gesagt ein kompletter Enzymablauf, den du freischalten solltest, um eben etwas für deine Gesundheit zu tun. Wichtig ist der Begriff jetzt einmal in erster Linie, wenn man es kennt. Also der erste Bonus, der erste Pluspunkt, den du erhältst von dieser 5-Adenosin-Monophosphat-aktivierten Proteinkinase, ist bei jeder Party oder wenn du dich in einer Freundesgruppe triffst, wenn du dieses Wort ordnungsgemäß aussprechen kannst, dann wirkst du schon weitaus intelligenter. Zweiter Bonuspunkt ist natürlich, wenn du es jetzt auch anwendest auf den menschlichen Körper, schauen wir uns dann konkret an, wie du das zustande bringst, dann hat das äußerst positive Auswirkungen auf deine Gesundheit. Und zwar gerade auf die Mitochondrien, die einzelnen Zellen, generell auf den gesamten Körper. Das ist dein Reparaturmodus, den du von Zeit zu Zeit freischalten solltest. Schauen wir uns jetzt konkret an der Erklärtafel an. So, und jetzt sehen wir uns diese Funktion oder besser gesagt diesen Schalter oder Thermostat im menschlichen Körper mal näher an, das AMPK, das 5-Adenosin-Monophosphat-aktivierte Proteinkinase-Teil. Das ist eine Kinase, also ein Enzym im menschlichen Körper oder besser gesagt dann eine enzymatische Funktion, die vom Körper dann freigeschalten wird, aufgrund einer veränderten Stoffwechselsituation. Es geht mehr in die Reparatur rein, man kann es sich dann konkret anschauen. Es triggert dann die Autophagie, das heißt, du isst dich dann selber. Gewisse Zellbestandteile, die im Körper nicht mehr Verwendung finden, werden von dir dann recycelt. Mitophagie, das heißt, es kommt jetzt verstärkt zum Austausch von Zellfabriken, wichtig an der Stelle natürlich. Und die Xenophagie wird dann auch noch forciert, das heißt, es kommt jetzt in der Zelle vor allem verstärkt dazu, dass Pathogene jetzt abgebaut werden. Alle Fremdstoffe, die in der Zelle nichts zu suchen werden, das wird jetzt einmal angegangen, es kommt zu einer Art Frühjahrsputz dann bei dir und diese Funktion, das ist AMPK, muss eben dafür freigeschalten werden. Wie kannst du es am besten freischalten? Natürlich die wichtigste Information überhaupt, das heißt, es ist eine Art Thermostat, könnte man sagen, im menschlichen Körper, bei der Homöostase vom Energiestoffwechsel. Das heißt, ein gewisser Energiemangel muss vorliegen, am besten natürlich so wenig wie möglich Energie. Dann wird das von diesem AMPK sozusagen erkannt und dieses AMPK wird dann freigeschalten. Das heißt natürlich,
Als erstes, wie du es am besten auslösen kannst, sind natürlich Fastenperioden, Esspausen. Wenn du eine gewisse Zeit nichts isst, dann wird das Thermostat sozusagen nach unten gefahren mit dem Energiestoff und das AMPK wird aktiviert an der Stelle. Gewisse Booster gibt es dann auch noch, gewisse Stoffe, die du dann vorab natürlich in der Ernährung dann aufnehmen solltest, die das, wenn dann die Fastenperiode oder die Esspause zum Zug kommt, das dann verstärken können, das Signal. Das wären jetzt Bewegung, Sport natürlich, da verbrauchst du mehr Energie, da kannst du schon Vorarbeit leisten. Dann Polyphenole in Nahrungsmitteln enthalten sehr gute Inhaltsstoffe, sind sehr gute Inhaltsstoffe in Nahrungsmitteln, diese Pflanzeninhaltsstoffe. Da gibt es ja verschiedene, das Resveratrol in der Schale von Trauben zum Beispiel ist sehr gut an der Stelle, Spermidin wäre sehr gut, es sind Cheddar sehr viel enthalten. Dann als drittes haben wir grünen Tee, enthält auch wichtige Inhaltsstoffe, die das dann verstärken können. Ginseng, Kurkuma, sowas in der Richtung, sind alles sehr gute Nahrungsmittel oder Gewürze oder Pflanzen oder Pflanzeninhaltsstoffe, die dir da jetzt in der Nahrung schon Stoffe zur Verfügung stellen, dass du es besser auslösen kannst. Alpha-Liponsäure wäre auch noch sehr gut, Berberin, Metformin. Metformin kennt man ja vom Typ-2-Diabetikern, bevor es dann zur Insulingabe geht. Da werden die Zellen dann wieder insulinsensitiv, auch wichtig an der Stelle, Insulinresistenzen haben dann natürlich auch die Bremse drauf. Da kann man konkret dann positiv einwirken. Die natürliche Variante wäre eben das Berberin. Metformin hat dann wieder den negativen Effekt, dass du dann in ein B12-Defizit reinkommst. Da solltest du dann auch noch aufgehen. Aber das wäre jetzt einmal die positive Wirkweise bei Metformin. Sollte man es ohne die so mit dem Arzt vorher abklären, mit Metformin gab. Mit was für Benefits hast du jetzt zu rechnen natürlich, wenn du diese AMPK-Funktion regelmäßig freischaltest oder über längere Zeit freischaltest. Wie gesagt, Autophagie, Mitophagie, Xenophagie sind jetzt die drei Überbegriffe, die dann verstärkt freigeschaltet werden, die dann verstärkt zum Zuge kommen. Und da geht es eben dann bei den Zellkraftwerken gerade in den Austausch rein, in die Mitophagie. Das heißt, es kommt natürlich immer bei der Verstoffwechslung bei dir, bei den Zellkraftwerken zu Beschädigungen von freien Radikalen. Gerade an der Außenhaut, das Signal wird gesendet und gerade wenn dieses AMPK jetzt freigeschalten wird, kommt es verstärkt zum Austausch von beschädigten Zellfabriken. Wichtig an der Stelle natürlich, die Neugebildeten sind wieder in ihrer Funktionsweise nicht beeinträchtigt, das heißt, du hast eine bessere Energieausbeute dann. Wichtig bei der Autophagie ist natürlich immer das Proteinrecycling in der einzelnen Zelle, bei den Lysosomen, bei den Recyclingfabriken. Dass jetzt sozusagen aus dem Zellschrott, aus den Proteinkomponenten, mit denen die Zelle nichts anfangen kann, jetzt wieder Baustoff gebildet wird. Proteine sind ja ein wichtiger Baustoff für die Zelle, für den ganzen menschlichen Körper, der sozusagen sich als Zellschrott dann bei dir einfach nur ablagert und in dieser AMPK-Funktion, wenn die freigeschaltet ist, wird es dann enzymatisch jetzt wieder aufgehackt und du kriegst einen sehr guten Eiweißbaustoff dann. Bei der Xenophagie natürlich, es geht dann die Pathogene in der Zelle jetzt dran, die natürlich jetzt auch die Funktionsweise einzelner Zellen jetzt beeinträchtigen können. Mit der Funktion wirst du sie bis zu einem gewissen Grad wieder los und das sorgt natürlich auch dafür, dass das dann in weiterer Folge zu einer Immunsystementlastung kommt. Das heißt, die Zellfunktion geht wieder hoch, es funktioniert wieder ordnungsgemäßer, auch bei der Signalwirkung der Apoptose zum Beispiel. Das heißt, wenn Zellen jetzt Beschädigungen zu einem Großteil aufweisen, dann kommt es natürlich zum Apoptose-Signal ans Immunsystem. Fremdfeuer wird jetzt da sozusagen von dir reduziert und beschädigte Zellen werden jetzt wieder besser erkannt und können natürlich vom Körper dann zerlegt werden und werden dann auch wieder für neuen Baustoff herangezogen, die gesamte Zelle dann. Nekrose wäre das Negative, das heißt, es wäre ein überschießendes Immunsystem, das auch gesunde Zellen dann beseitigen würde. Das führt eher zu Entzündungen im Körper, die Apoptose wäre jetzt sozusagen das natürliche Verhalten der Zelle, dass sie sagt, ich funktioniere nicht mehr richtig, das Immunsystem greift ein, zerlegt die komplette Zelle und du kriegst wieder neue Baustoffe. Nekrose im Körper ist eher negativ, mit Entzündungen behafteter. Das heißt, was geht jetzt runter? Eher die Autoimmunantworten natürlich vom eigenen Immunsystem, weil der ganze Mist jetzt wieder mal wegkommt. Das Apoptose-Signal funktioniert wieder ordnungsgemäßer, das heißt, Krebsneubildung kann nicht so schnell entstehen, wenn diese Funktionsweise wieder besser funktioniert natürlich. Es geht wieder runter mit der Insulinresistenz. Die Zellen werden wieder insulinsensitiver natürlich. Der Energiestoff, der sich einmal angesammelt hat, wird weniger. Die Rezeptoren werden jetzt wieder auf Insulin besser anspringen. Ganz wichtig an der Stelle, intermittierendes Fasten. Fasten ist ja dafür bekannt, dass gerade die Zellen jetzt den Energiestoff jetzt wechseln, mehr in die Fettverbrennung gehen
und die Rezeptoren natürlich für die Glukoseaufnahme sind entlastet und sie werden wieder insulinsensitiver. Stoffwechsel switcht jetzt auf Fettverbrennung, das heißt, weniger freie Radikale fallen an der Stelle natürlich auch äußerst hilfreich. Das heißt, die Stoffwechsel, die negativen Stoffwechselprodukte fallen auch weniger an, es wird mehr recycelt und natürlich, wenn es ins Fasten reingeht, es kommt zur Gewichtsabnahme, ist natürlich auch ein positiver Effekt an der Stelle. So, ich hoffe, ich konnte euch da jetzt einen groben Überblick geben. Wie gesagt, wenn man es einmal weiß, ist man der Hit auf jeder Dinnerparty. Das 5-Adenosin-Monophosphat aktivierte Protein, Kinase-Teil. Das kommt immer recht flüssig über die Zunge, du brauchst keine Logopäden an der Stelle. Und wenn du es ordnungsgemäß umsetzt, hast du noch gewisse Zusatzfunktionen, die du freischaltest, die für dein allgemeines Wohlbefinden, für deine Gesundheit und im Endeffekt natürlich für die Gewichtsreduktion auch positiv etwas beisteuern dann. So, man sieht da also recht schön, diese 5-Adenosin-Monophosphat-aktivierte Proteinkinase ist nicht nur ein Name wie Silberklang, sondern das erfüllt dem Körper auch wichtige Aufgaben. Wie gesagt, Stoffwechselsituationen ändern sich ja bei Menschen immer. In der Menschheitsgeschichte gab es immer üppiges Nahrungsangebot und auf der anderen Seite eben wieder karges Nahrungsangebot oder gar keines über eine gewisse Zeit hinweg und der menschliche Stoffwechsel reagiert dementsprechend natürlich auf die einzelne Situation dann. Und zwar gerade jetzt bei dem Entzug, wenn die Energielast nach unten geht, wird diese AMPK freigeschalten, wie man so schön gesehen hat. Und dann wird verstärkt repariert im Körper, wenn man es grob umreißt. Wichtige Videos oben natürlich jetzt für den Infocard geknallt, gerade zu den Mitochondrien, wie die Funktion dort vonstatten geht, interessant zu wissen. Und natürlich oben ein Video reingeknallt zum Fasten generell, die Autophagie nochmal näher erklärt, da sind ja auch noch Zusatzfunktionen, die man vielleicht näher beäugen sollte, wenn man vorhat, in der Richtung etwas zu unternehmen. Wenn dir das Video gefallen hat, dann würde ich mich über einen Daumen hoch sehr freuen. Zu Fragen, wie gesagt, Kanalmotto, es gibt keine blöden Fragen, nur meine dummen Antworten, also unbedingt unten reinknallen. Bitte teilt das Video und am Schluss wieder das Allerwichtigste, bleib oder werde gesund.